Giant hat für die Saison 2023 relativ viel neue Modelle, dafür, dass sie von sich selbst sagen, das wäre nur ein Zwischenjahr. Aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, eines der absoluten Highlights ist auf jeden Fall das Trans X Advanced E Plus EL. Komplett neu im Sortiment, weil auch ein ganz neuer Typ von E-Bike. Mehr dazu kann uns der Alex, Produktmanager von Giant, sagen. Ja. Willkommen, Alex. Hallo, herzlich willkommen. Das ist euer erstes Light IMTB, wie ihr es auch selber sagt. Das ist durchaus ein Vokabular, mit dem auch andere Mitbewerber schon auf dem Markt sind. Ihr prescht da jetzt mit rein, weil es auf jeden Fall einer der großen Trends irgendwie so dieses Jahres ist, oder? Ja, absolut. Wir erkennen natürlich den Markt und den Bedarf der Kundschaft draußen, dass die E-Bike-Power, die große Kapazität der Akkus natürlich auch gern gesehen ist, aber das Gewicht für viele Kunden und das agile Fahrverhalten immer mehr in den Vordergrund rückt, konnten wir bisher mit unseren Carbon-E-Bikes teilweise nur bedienen, weil auch die natürlich durch großen Akku, starken Motor immer etwas mehr Gewicht auf die Waage gebracht haben. Mit dem neuen Trans X Advanced E Plus EL ist uns da, glaube ich, eine optimale Balance aus geringem Gewicht und großer Power, großer Motorpower und ausreichend Akkukapazität gelungen. Ihr versucht da durchaus auch so einen eigenen Akzent zu setzen, weil wir stellen an der Stelle auch fest, Light MTB ist nicht gleich Light EMTB. Sag mal, wo aus deiner Sicht die Stärken eures Konzepts liegen, weil ihr macht eine Kleinigkeit anders. Genau, wir gehen einen etwas anderen Weg als viele Mitbewerber. Wir haben natürlich auch uns etwas Zeit gelassen mit unserem ersten E-Light MTB, haben natürlich auch viel getestet und geguckt, was die Konkurrenz so macht und sind dann relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass wir den Weg des reduzierten Motordrehmoments nicht ideal empfinden und haben daher versucht, das Beste aus einem Light-MTB und einem Full-Power-EMTB in einem Bike zu bündeln, sodass wir eben ein geringes Gesamtgewicht, aber trotzdem noch volle Motorpower miteinander kombinieren können. Denn wir sind der Meinung, wenn sich ein Kunde für ein EMTB entscheidet, will er nach wie vor auch noch den vollen EMTB-Motor-Punch haben und nicht mit einem stark reduziertem Motordrehmoment auf Trails unterwegs sein. Das macht die Aufgabe natürlich ein bisschen schwerer. Wie habt ihr es trotzdem geschafft, bei jetzt hier ungefähr 18 Kilo rauszukommen? Ja, das ist eine ziemliche Herausforderung gewesen, denn Motor mit vollem Drehmoment erzeugt oder bedarf natürlich auch einen hohen Energiebedarf oder hat einen hohen Energiebedarf. Ja. Hoher Energiebedarf bedeutet automatisch eine große Akkukapazität, bedeutet in der Regel hohes Gewicht. Also Sachen, die nur schwer miteinander zu vereinen sind. Wir haben es in dem Sinne erreicht, dass wir einen sehr, sehr kompakten, fest im Unterrohr verbauten Akku mit 400 Wattstunden verbauen, hier allerdings auf einen komplett neuen Zellentyp switchen. Also wir haben hier eine komplett exklusive Kooperation mit unserem Zellenlieferanten Panasonic und wirklich eine eigene E-Bike-spezifische Zelle entwickelt, die dir auf den Namen 22700 hört und nochmal quasi eine Weiterentwicklung dieser sogenannten Tesla-Zelle ist, womit wir hier nochmal ein besseres Heat-Management erzielt haben und einfach eine größere Energiedichte und eine größere oder bessere Energieeffizienz erzielen können, sodass wir 85 Newtonmeter Motor mit einem kompakten, leichten Akku im Unterrohr verbauen können. Und der reicht dann für 70 Kilometer? Kann man so durchaus sagen, also echte 70 Kilometer Trail-Einsatz sind durchaus möglich in dieser Konfiguration. Wem das allerdings nicht ausreicht, der stehen außerdem nochmal 200 Watt Zusatzkapazität über einen neu entwickelten Range Extender auch zur Verfügung, sodass man auf eine Gesamtkapazität von knapp 600 oder von 600 Wattstunden summa summarum kommt. Okay, dann waren wir so jetzt beim E-Bike-System. Was ist es aber für ein Fahrrad? Sag ruhig nochmal was zu Federweg. Ja. Was kann ich und was darf ich mit dem Fahrrad anfangen eigentlich? Genau, Zielsetzung war, dass wir wirklich unsere Trans-Serie, die wirklich ja unsere populärste EMTB-Serie ist, um eine weitere Säule erweitern. Wir haben das Carbon-Modell als Full-Power-Version und haben nach wie vor auch noch das Alu-Modell als Full-Power-Version im Lineup. Und das Advanced EL ist wirklich nur eine Modellergänzung. Dementsprechend teilt es sich auch die Geometrie und die Federwege mit der gesamten Serie. Aha. Sprich, wir verfügen über 150 mm an der Front und 140 mm am Heck. Einziger Unterschied zu den Full-Power-Bikes ist die Laufradkonfiguration. Um das Bike hier wirklich nochmal kompakter zu gestalten, kürzere Kettenstreben zu realisieren und einfach das Handling agiler und leichter wirken lässt, verbauen wir hier ein Mallet-Setup, sprich wir haben ein 29 Zoll Vorderrad gepaart mit einem 27,5 Zoll Hinterrad. Die anderen Trans-Bikes aus der Serie verfügen über 29 Zoll an Vorder- und Hinterrad. Okay, bei uns steht das Top-Modell. Ja.
Das macht unter anderem die elektronische Ansteuerung des Federsystems zum Topmodell, nicht wahr? Unter anderem, genau. Also wir verbauen hier das Fox LifeWave-System. Mhm. Das bezieht seine Energie aus dem E-Bike-Akku und regelt über Beschleunigungs- und Neigungssensoren in Abhängigkeit der Schläge, aber auch der Fahrsituation, ob ich im Uphill oder im Downhill bin, regelt es die Druckstufendämpfung sowohl automatisch von Dämpfer als auch Gabel und entscheidet eben automatisiert Druckstufe auf oder Druckstufe zu, sodass der Fahrer sich wirklich komplett auf den Trail konzentrieren kann und nicht an irgendwelchen Druckstufenhebeln während der Fahrt agieren muss. Okay. Außerdem habe ich hier eine elektronische Schaltung, glaube ich. Ne? Genau. Dafür habt ihr euch entschieden. Genau, also auch hier wirklich, wir haben versucht, so viel es geht oder wo es unserer Meinung nach Sinn macht, das Bike zu elektrifizieren. Mhm. Wir haben eine elektronische Access-Schaltung natürlich von SRAM. Wir verbauen Zip-Laufräder mit Reifendrucksensoren, sodass man hier wirklich sagen kann, mehr Elektronik am Bike geht eigentlich fast schon nicht mehr. Der Fahrer muss noch selber treten. Den Rest übernimmt das Bike. Ja, es gibt natürlich auch Menschen, die sich durchaus mit ein bisschen weniger zufrieden geben. Die fangen dann natürlich auch ein Stück weit ein mit den weiteren Modellen, die hier noch stehen. Ne? Genau, richtig. Also uns war klar, dass wir nicht nur mit unserem absoluten Topmodell, das jenseits der 10.000 Euro bepreist ist, die Kundschaft glücklich machen können. Deswegen haben wir noch zwei weitere Modelle hier mittig zu sehen. Unser Trans X Advanced E Plus EL1 ist quasi so das mittelpreisige Modell, wobei man das bei einem UVP von 10.000 Euro auch mit Bedacht sagen muss. Aber es ist im Endeffekt auch wirklich eine extrem tolle Ausstattung. Mhm. Die gesamten Features der E-Komponenten, sprich Akku und Motor, teilt es sich mit dem Topmodell. Wir gehen hier wirklich nur etwas ein Level runter in Sachen Ausstattung. Wir haben trotzdem noch LifeWave-Fahrwerk verbaut, nur dann eben nicht in der Factory-Version, sondern in der Performance-Elite-Variante. Mhm. Und haben zum Beispiel anstelle von den Zip-Carbon-Laufrädern Giant-eigene Carbon-Laufräder verbaut. Aber auch hier nach wie vor noch mit einer kabellosen SRAM-Schaltung, also auch hier wirklich extrem feines Material verbaut. Mhm. Und auch bei dem Modell habt ihr noch die Einheit aus Vorbau und Lenker, ne? Genau, sowohl bei unserem Topmodell als auch bei dem mittelpreisigen Modell ist unsere Carbon-Lenker-Vorbaueinheit montiert. Mhm. Denk mal, sieht nicht nur optisch schick aus, sondern verfügt auch noch über sehr, sehr spannende Detailfeatures, wie zum Beispiel eine Winkel- und Reach-Anpassung, sodass ihr hier wirklich verschiedene Lenkervarianten oder Lenkerpositionen mit ein und derselben Lenker-Vorbaueinheit realisieren könnt. Mhm. Das ist so ein Feature, an dem man ganz gut erkennt, welches denn Modell Nummer 3 ist. Weil das kommt noch mit der ganz klassischen Kombination aus Vorbau und Lenker daher. Genau, den Einstieg in die EL-Welt markiert das hier vor mir stehende EL2. Mhm. Wie du schon gesagt hast, konventionelles Lenker-Vorbausystem und dann auch in Sachen Spec etwas konventioneller, ohne Elektronik am Fahrwerk. Wir haben hier kein LifeWave mehr verbaut. Wir verbauen Aluminium-Laufräder und verbauen zum Beispiel auch in Sachen Antrieb einen mechanischen Shimano-Antrieb im Gegensatz zu den kabellosen elektronischen SRAM-Schaltungen bei dem 1er und dem 0er Modell. Ja. Warum das trotzdem so ein bisschen mein Favorit wäre, es liegt an der Farbe. Die finde ich persönlich total gelungen. Verrätst du uns, wie die heißt? Das ist unsere Farbe Amber Glow. Also wirklich? Auch in Natura, denke ich mal, absoluter Knaller. Muss man sich selber persönlich von überzeugen und den Rahmen bewundern. Finde ich auf jeden Fall sehr gelungen und hätte jetzt echt, wenn ich freies Budget hätte, wäre es echt schwer, da eine Wahl zu finden, ob ich mich dann für das Plus an Technik entscheide oder eher fürs Aussehen. Aber ja, spannende Sache. Ja, wir sind auch sehr gespannt, wie unser Konzept ankommt und freuen uns auf die nächste Saison. Okay, dann danke dafür. Danke. Wenn ihr solche Videos und solche Bikes mögt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Da gibt es nämlich noch viel mehr davon zu sehen. Danke euch fürs Zusehen und dann hoffentlich bis demnächst. Tschüss!